So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben vorhin was entdeckt, ein Team Rocket Stop. Jetzt, als wir dahin wollten, war der schon weg, aber wir haben jetzt noch einen zweiten entdeckt. Erstmal gehen aber die Eier auf, wie ihr hier seht. Wir stehen jetzt beim Landratsamt, schön im Schatten geparkt, nee, in der prallen Sonne, sind auch gleich wieder weg. Wir wollen ja niemanden belästigen, man muss ja nicht immer auf Ärger aus sein. Wir gucken uns mal kurz hier das Slime an, was geschlüpft ist. Oh, Angriff 15, das ist gut. Und kommen da noch Eier? Da kommen noch Eier, aber ihr habt schon den Stop im Hintergrund gesehen. Der ist jetzt richtig schwarz. Wenn der nämlich in der Umgebung ist, in der Nähe, könnt ihr das sehen. Der hat oben ist dieser Kasten, der drüber ist, das Viereck. Das ist nämlich dann dunkelblau. Oh, beim Vulpix 15 Angriff, 15 KP. Eigentlich auch richtig gut. Kommen da noch Eier? Nö, da kommen keine mehr. Jetzt stehen wir an dem Stop. Seht ihr in der Umgebung? Haben wir, glaube ich, jetzt keinen mehr, oder? Ne, ich sehe keinen. Um euch das zu zeigen, wie es aussieht, wenn in der Entfernung irgendwo einer ist. Jetzt stehen wir aber an dem Stop. Ihr seht, hier ist schon der Rocket Rüpel da. Wir drehen mal den Stop, der ist jetzt richtig schwarz. Was ist jetzt? Jetzt ist das Internet weg. Willst du mich verarschen? Steinquelle. Oh, du hast Mumm, dich einfach so bei Team Rocket einzuschleichen. Hey Trainer, komm schon! Und jetzt will die auch noch kämpfen. Kämpfen mit, was nehmen wir denn? Wir nehmen einfach mal drei hohe Dinger. Das hat ja jetzt eine neue Mechanik mit dem Spezialbalken. Wir nehmen einfach mal das. Und ich glaube, die haben ja eh Wasserdinger. Also nehmen wir mal hier, geben mal Elektro ein. Elektro, da haben wir ein Raikou nehmen wir mit rein, das nehmen wir mit rein. Eigentlich wollte ich das als erstes nehmen, war schon wieder sehr verwirrend. Und trotzdem mal ein Mewtwo am Ende. Muss das lebendig sein? Ich weiß es nicht. Wir nehmen einfach mal, ach wir nehmen das. Wenn das dann nichts bringt, weil das tot ist, dann ist das halt so. Aber eigentlich ist das ja wie PvP, dachte ich. Und da ist egal, ob das jetzt Energie hat oder nicht. Dann könnt ihr also kämpfen gegen den Team Rocket Rüpel. Der hat einen Shiggy, richtig gute Sache. Das geht, glaube ich, schnell. Gestern Abend habe ich nämlich auch eins gehabt. Das habe ich dann abgescreent, wollte das nachträglich heute reden. Aber eigentlich brauche ich das gar nicht reden, weil wir es ja jetzt hier haben. Boah, das sieht ja richtig genial aus und das könnt ihr auch schön mit einer Hand machen. Hätte ich mir aber lieber die Attacke aufgespart für den nächsten. Die werden nämlich immer größer. Ihr habt jetzt hier also einen Shillock. Komm, wir setzen auch einfach mal den Auflademove ein und wirbeln hier rum und nehmen die ganzen Sachen mit. Gut, großartig. Das G fehlt, steht gar nicht mehr dabei. Sehr effektiv. Und als letztes hat sie ein Sumpex. Und das sieht richtig brutal aus mit den roten Augen und dieser Aura. Und eigentlich will man die Dinger ja gar nicht erlösen, damit man die als böse Pokémon im Beutel hat. Aber für das Erlösen gibt es natürlich auch Punkte und eine Medaille dazu. Also müsst ihr sowieso 200 Stück erlösen insgesamt und 200 erstmal fangen und bekämpfen. Aber wie ihr seht, klappt das sehr gut. Ihr braucht eigentlich auch nur einen Pokémon dafür und könnt dann den Rest einfach platt machen. Finde ich eigentlich cooler mit dem Vision, besser als das mit dem Draufknüppeln. Da hat mir immer der Daumen weh getan. Jetzt tut mir nichts weh, alles ist gut. Und wie bei einem Raidkampf kriegt ihr jetzt also auch Premierbälle, mit denen ihr dann das Pokémon fangen könnt. Gestern gab es einen Shiggy. Gucken, was es heute gibt. Ihr seht, deswegen auch die 2 von 10 dabei. Rübel besiegt, verbleibende Pokémon, Held, Erlöser, Gesamt 5. 5 Versuche haben wir jetzt, um das zu fangen. Es ist wieder ein Shiggy. Theoretisch könnte ich das ja auf WP 88. Theoretisch könnte ich das jetzt auch einfach so lassen. Dann habe ich ein erlöstes und ein dunkles. Aber ich will euch natürlich noch zeigen, wie das aussieht, wenn man es erlöst. Deswegen müssen wir es trotzdem mit Staub und Bonbons erlösen. Wer da keinen Bock hat, der lässt sie einfach alle böse. Es geht ja nur um Medaillen dann im Endeffekt. Das hat jetzt 88. Wir gucken mal kurz auf die Werte. Oh, die Werte sind okay. Wir können jetzt hier auf Erlösen drücken. Ihr seht, es kostet 2000 Staub und 2 Bonbons. Und danach hat es also die Attacke Rückkehr. Und hat auch viel mehr WP und ein viel besseres Level. Ihr seht die Animation. Das Böse ist weg und jetzt umgibt es ihn umgibt jetzt eine weiße glänzende Aura. Wir bewerten es jetzt nochmal.
23.07. in Römhild. Stehen wir hier, ne? Wer kennt das nicht, das Landratsamt in Römhild. Ist also besser geworden auf jeden Fall vom Level. Die WP auch gestiegen. So krass ist das trotzdem nicht. Eigentlich können wir es jetzt gleich verschicken. Haben jetzt also schon zwei und ihr seht, da ist ein Schatten. Ihr könnt das auch weiterentwickeln und könnt euch dann noch ein gereinigtes Turtok am Ende machen. Das machen wir jetzt aber nicht. Schreibt ihr mal in die Kommentare, habt ihr schon einen Rüpel besiegt, habt ihr schon ein Pokémon gereinigt, wie auch immer. Gestern hieß es ja, dass das für Level 40 Spieler vorerst da ist. Jetzt ist es angeblich bis Level 30 runtergesenkt und mehr Leute können das machen. Und falls wir nochmal einen Stop sehen, nehmen wir dann natürlich auch mit. In der Umgebung sehe ich jetzt leider keinen mehr. Aber die erkennt ihr auf jeden Fall. Ihr könnt euch da auch austauschen und das in die Gruppen schreiben, wenn ihr einen seht, dass da alle von profitieren. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramsus.